bereits über 100.000 verkaufte Modelle der Hyundai Kona Elektro. Der beliebteste und somit meistverkaufte Stromer von Hyundai in Deutschland. Allein letztes Jahr gab es fast 26.000 Zulassungen. Kommen wir mal zum Design. Wir fangen hier hinten an. Seinen innovativen und modernen Look verdankt er unter anderem diesen großen, langgezogenen Rückleuchten hier. Er hat ein schlichtes Seitendesign, so wie bei seinem Verbrenner-Pendant. Und hier vorne zieren ihn diese wunderschönen LED-Tagfahrlichter. Das gibt ihm nochmal eine gewisse Dynamik. Jetzt hat sich aber so einiges getan. Der Kona E hat ein Upgrade bekommen, denn Hyundai hat eine brandneue Version von ihm auf den Markt gebracht. Größer, kühner, weiter. Ein brandneues Designdetail, das sofort ins Auge sticht, ist dieses wunderschöne, langgezogene LED-Lichtband hier vorne. Am Kühlergrill gibt es auch einige Neuheiten. Der ist jetzt in einem Pixel-Design und hier drin befinden sich auch die automatischen Lufteinlässe zur Verbesserung der aerodynamischen Leistung. Die Seitenansicht, eine sportliche Silhouette, die förmlich auf der Straße gleitet. Und hier hinten am Heck hat sich auch ein bisschen was getan. Er hat nun nicht mehr die spitzläufigen Rückleuchten, sondern auch ein ultra cooles, durchgezogenes Lichtband hier hinten. Veränderungen und Upgrades, die sich meiner Meinung nach durchaus sehen lassen können. Das Auslaufmodell bietet in der großen Variante eine 64 Kilowattstunden Batterie mit bis zu 484 Kilometern Reichweite und 204 PS. Der neue Kona Elektro hingegen hat in der großen Variante eine 65,4 Kilowattstunden Batterie, die eine Reichweite von bis zu 514 Kilometern ermöglicht. Mit einer Leistung von 218 PS bringt er dich in 7,8 Sekunden von 0 auf 100. Und dank der Schnellladefunktion bekommt man ihn an einer 350 Kilowatt Ladestation in nur 41 Minuten von 10% auf 80% geladen. Der neue Kona Elektro besitzt die Vehicle-to-Load-Technologie und ermöglicht somit bidirektionales Laden. Er ist deutlich größer und geräumiger als sein Vorgänger. Mit einer Außenlänge von 4,35 Metern setzt er sich von der Konkurrenz ab und ist eines der größten Autos im B-SUV-Segment. Die größere Karosserie führt zu einem großzügigeren Innenraum. Mit einem Kofferraumvolumen von 466 Litern, 40% mehr als sein Vorgänger, bietet er genügend Platz für alles, was sie braucht. Stressfreies Reisen und Einkaufen ist also kein Problem mehr. Das Beladen hat jetzt schon mal prima geklappt. Und jetzt werfen wir mal einen Blick in die gute Stube. Höher und breiter für mehr Komfort beim Fahren und mehr Platz. Hier vorne das 12,25 Zoll Infotainment-System verschmilzt förmlich mit dem Kombi-Instrument zu einem beeindruckenden Panorama-Display. Wirklich herrlich gelungen. Der Hyundai überrascht mich doch immer wieder. Hier treffen wirklich modernste Technik auf stilvolles Design. Und schaut mal, hier rechts an meiner Lenksäule platziert ist der Fahrwählhebel. Das ist super, denn es verschafft mir viel mehr Platz hier in meiner Mittelkonsole unten. Für mich super, denn ich fahre sowieso mal meinen ganzen Krusch mit mir spazieren. Hier befindet sich auch noch ein Drive-Mode-Schalter für eure verschiedenen Fahrprogramme. Und durch ein futuristisches und modernes Ambiente der Kona E. Abenteuer beginnen hier. Bereits die Basisausstattung entfesselt den Pioniergeist in euch. Mit 17 Zoll Leichtmetallrädern, Navigationssystem mit 12,3 Zoll Display, Klimaautomatik und einem 12,3 Zoll großen digitalen Cockpit. Taucht ein in die Legende des neuen Hyundai Kona Elektro. Jede Kurve, jedes Abenteuer wartet auf euch. Seid ihr bereit, die Straßen zu erobern und unvergessliche Geschichten zu schreiben? Das war's mit dem Hyundai Kona Elektro. Größer, luxuriöser, bahnbrechend. Ich bin gespannt, mit welcher Faszination uns Hyundai in Zukunft noch so überraschen wird. Abonniert unbedingt unseren Kanal, wenn ihr das auch herausfinden möchtet. Folgt uns und lasst uns gemeinsam die Zukunft des Fahrens entdecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.